habe mir heute einen Assistenten mitgebracht, unseren Julian. Julian hat vorige Woche die Facharbeiter als Koch bestanden und wird uns heute zeigen, wie wir gemeinsam eine Tellersülze zubereiten. Jetzt machen wir unsere Gelatine. Dafür habe ich hier schon vorbereitet. Eine Brühe, eine sehr zarte Brühe, geeignet vom Gemüse oder Geflügel. Und Gelatine, Blattgelatine, die rein, kannst du schon mal ein bisschen rühren. Und dann kommt noch dazu, weil wir eine Sülze machen, haben wir mit etwas Essig, Balsamico Blanche, leicht säuerlich gemacht, die Brühe. Ich fülle das jetzt ab und du schaffst es dann immer im Kühlschrank. Ja. So, du kannst die Schüssel schon wegschaffen. Also es sind auch verschiedene Formen, aber von der Menge her kommt in etwa das Gleiche. Das lassen wir jetzt kalt werden und dann fangen wir an mit dem Aufbau der Tellersülze. Die Gelatine ist fertig. Wunderbar, ist auch fest geworden, das ist ja klasse. Jetzt machen wir ein bisschen Arbeitsteilung. Du bekommst von mir den Schinken. Am besten legst du so eine Scheibe hier rein. Mhm. Manche fallen ein bisschen auseinander, oh, das kriegt man schon hin. Und bestreichst das erstmal ganz dünn, die nehmen wir mal zur Seite. So, ja. Und ich fange mal schon immer an, dass wir hier die Blume, wir legen eine Blume. Diese Sülze auf diesen Teller wird eine Sturzsülze. Das heißt, die stürzen wir nachher vom Teller rum. Das ist übrigens eine ganz geeignete Geschichte, Speise, auch für Kindergeburtstage, weil Kinder machen da sowas unheimlich gerne, so ein bisschen gestalten. Das finde ich immer ganz hübsch, dass man so einen Pilz mit hinmacht. Das ist ja noch Pfifferlingszeit, Majoran, aber sieht schön aus. So unten hin, dann haben wir hier gleich, das gerade runtergefallen, das passt, die Porridgeblüte. Na, die setzen wir hier hin. So, was finden wir noch? Ein bisschen Paprika. Wir brauchen hier das Basilikum. Ich denke, wenn jetzt Kinder zugucken, die werden sagen, Mami oder Papi, das müssen wir unbedingt mal probieren. Jetzt müssen wir wieder ein klein wenig ansäuern mit unserer Gelatine, damit das hier festklebt. Und dann geht es wieder ganz schnell in den Kühlschrank. Und wenn das festgeklebt ist, dann kann man die Tellersülze bis oben hin auffüllen. Da passiert nämlich nichts mehr. Wenn man das jetzt bis oben auffüllen würde, würde alles nach oben schwimmen. Wunderbar. Dann werden wir die auch anschneiden. Ich hoffe, die sind hart gekocht, sonst läuft es uns jetzt davon. Aber ich spüre schon, es geht. So. Jetzt wieder dran denken, dass wir die Sülze dann stürzen wollen. Deswegen das Schöne nach unten. Jetzt machen wir auch noch ein kleines bisschen Gelatine. So. Und heute dein Job. Kühlschrankläufer, bitteschön. Die nächste ist auch kalt. Wunderbar. Jetzt machen wir die zweite Form. Du bekommst wieder einen Schinken von mir, kannst du gleich den Teller nutzen und die gleiche Arbeit wie vorhin, Meerrettich und den Frischkäse. Und ich mache wieder das Muster, diesmal etwas anders. Und zwar drei verschiedene Formen hatte ich gesagt. Die erste Form war also eine Tellersülze, die gestürzt wird. Die dritte Variante ist eine Tellersülze, die im Teller bleibt. Und die Mittelvariante, das ist ein sogenannter Timbal, kommt aus dem Französischen. Das ist ebenfalls eine Tellersülze, die aber hochgebaut ist. Deswegen ist es hier nicht so einfach, ein Muster zu legen. Aber wir schauen mal, was wir hinkriegen. Wir beginnen am besten vielleicht auch wieder mit dem Ei. Die Zutaten bleiben bei allen dreien gleich. Nur der Aufbau ist etwas verschieden. So, das Ei unten drunter. Jetzt machen wir hier Tomate. Und jetzt haben wir ja unsere Gewächshausgurke. Und machen hier so zwei Scheibchen hinein. Als nächstes würde ich auch wieder den Pilz, den Pfifferling, nehmen wir diesmal einen etwas kleineren. Und was gefällt uns noch? Wieder etwas Paprika. Und jetzt die Kräuter. Die ein bisschen an der Seite mit vorgucken, denn das Innenleben wird man ja dann schlecht sehen, weil es ja in der Sülze drin ist. So, wunderbar. Das machen wir jetzt in die Mitte hinein. Und dann füllen wir das Ganze etwas mit Gelatine auf, dass das sich anbindet. Und wenn das angebunden ist, dann wird es wieder fertig aufgefüllt. So, das gebe ich dir mit und jetzt bringst du uns auch gleich den dritten Teller mit. Da müsste jetzt auch kalt sein. Ja.
fertig. Ist es fest geworden? Wunderbar. Man hätte es auch spiegeln nebenbei gesagt, ne? Weil wenn man genau hinguckt, kann man sich spiegeln. Und jetzt machen wir es andersrum, weil diese Sülze wird nicht gestürzt, sondern die bleibt im Teller drin. Das bedeutet für uns, dass wir die Sülze nach oben gestalten. Die schöne Seite sozusagen nach oben. Jetzt die unterste Schicht mit zum Beispiel roter Rübensaft, den brauchen wir dann aber ohnehin nochmal. Da hat es einen leichten rötlichen Touch. Und da es bald Herbst und Pilze gibt, machen wir wieder Pilz unten hin. Den Boric machen wir hier oben hin. Oben eine Möhrensonnenblume und hier wachsen die Tomaten. Lustig, ne? Oder? Fantasie ist eben, wie gesagt, jedem überlassen. Jetzt, wie gehabt, leicht ansäsieren und immer schön aufpassen, dass es nicht aufschwimmt. Ne, wenn wir jetzt zu heftig aufgießen würden, da schwimmt die Teile dann oben. Und das wollen wir ja nicht. So, Julian, du kannst das wieder kalt setzen. Ja. Und dann lassen wir das alles erstmal ein bisschen ruhen und machen jetzt mal die aberwitzische Remoulade, indem wir zunächst mal ein bisschen Schlagsahne verwenden. Und die Schlagsahne wird jetzt aber nicht ganz fest geschlagen, sondern einfach nur so ein bisschen cremig angeschlagen. Das kannst du übernehmen. Ja. Schön aus dem Handgelenk und versuchen wir nicht zu sehr zu klappern. Dann natürlich klassisch gehört dazu die Mayonnaise. Dann habe ich hier schon ein bisschen was an Gewürzen da. Eine Würzmischung mit verschiedenen Geschichten drin. Sieht richtig schön bunt aus. Es ist bunter Pfeffer auch dabei, Senfkörner, grobes Salz, etwas Kümmel und so weiter. Ist auch jedem ein bisschen selbst überlassen, wie man würzt. Auf jeden Fall Prise Zucker, Prise Salz muss immer dran. Und das ist das Spannende an der Sache. So, zeig mal, wie sieht es denn aus? Glaube ich mal. Jetzt müssen wir doch mal ein bisschen Krach machen. So, aus dem Handgelenk. Ja, wird schon cremig. Hat die gute Temperatur, sehr schön. Und das reicht jetzt auch schon zu. Ich gebe jetzt mal die Mayonnaise hinzu. So, kannst jetzt mal schön zusammenrühren, beides. Und einen kleinen Löffel. Prise Salz, Prise Zucker. Bisschen Mayonnaise. So, und jetzt kommt's. Julian, wir wollen doch einen schönen Farbkontrast haben, ne? Ja. Und da habe ich hier roter Rübensaft. Kannst du weiterrühren? Richtig original roter Rübensaft. Ohne Lebensmittelfarbe, ne? Da fangen wir an mit dem Timbal. Oh, schauen wir mal hier rein. Sehr schön, gut. Nennt man Chiffonade. Bisschen wie ein Moosnest. So, wie kriegt man jetzt den Timbal da raus? Spannende Frage. Hier ist heißes Wasser drin und ein heißes Tuch. Dann wärmen wir einfach unsere Schüssel an, dass sich das erwärmt, etwas, nur etwas, und vom Porzellan löst. Ja. So, ja, das ein bisschen hübsch ansäsieren. So, damit auch ein bisschen was noch zu sehen ist. Wunderbar. Und wir machen wieder, und nun müssen wir mal gucken, wieder mit dem heißen Wasser. Diesmal ist es wirklich heiß. Also einfacher Trick, ne? Mit ein bisschen heißem Wasser. Man rausschneiden werden, ist ja toll. Und jetzt sieht man nochmal deutlich, was wir vor uns erklärt haben, dass jetzt die schönere Seite nach oben ist. Deswegen ist das alles andersrum gelegt. Man merkt es deutlich an den Gurkenstiel. Und hier lassen wir mal das ganze Objekt ein bisschen arbeiten. Und gehen. Und Nummer 3. Und Nummer 3. Und hier haben wir gesagt, also die lassen wir auf den Teller. Und haben das ja schon so hingekriegt, dass es einfach fertig und gut aussieht. Jetzt müssen wir natürlich mit unserer Soße noch vorsichtiger sein, um nicht das ganze Bild zerstören. Also setzen wir die einfach hier so ein bisschen dran. So. Fertig. Sieht sehr schön aus, Herr Klimann. Sind wir zufrieden miteinander, ne? Haben wir gute Arbeit gemacht. Okay. Eines Tages ist Rollentausch, dann bin ich Rentner und du darfst das übernehmen. Schauen wir mal. Du kannst es mal schön am Tisch schaffen, wir setzen uns dann alle gemeinsam hin und essen das auf. Ne? Gut, bis gleich, danke. Viel Spaß also und alles Gute wünscht Ihnen Frank Klimann. Alle Gastgeber und Rezepte unter www.topfgucker-tv.de